Diesen Tag finde ich gut und er wäre ohne die deutsch-französische Zusammenarbeit so nicht erfolgt. Deutschland hat den Anspruch, seine Energieversorgung divers zu sicherzustellen. Dazu gehört auch russisches Erdgas, aber nicht ausschließlich russisches Erdgas. Und wir haben ja auch deutlich gemacht, dass wir in Zukunft auch Flüssiggas in Deutschland anlanden werden. Ich glaube, dass heute ein wichtiger Schritt gelungen ist, dass es doch offensichtlich eine sehr große Mehrheit und breite Mehrheit im Rat gab oder in dem Coreper gab, der einen weiteren Schritt bei der Verabschiedung einer solchen Richtlinie markiert. Und auch wenn der Präsident vor einigen Tagen gesagt hat, dass er nicht in München dabei sein wird, wird es viele Zusammentreffen geben, an denen Sie sich davon überzeugen können, dass der Geist des Aachener Vertrages lebt.